Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Im letzten Part waren wir in der Spielzeugkiste der Jai Guys, ja. Und haben die ganzen Gegenstände wieder beschafft oder einige Gegenstände wieder beschafft, die hier den Tots gestohlen wurden. Und ja, wir sind gerade wieder ein bisschen an der Overworld, haben im letzten Part noch einen Zug bekommen, mit dem wir jetzt in der Spielzeugkiste auch umherfahren können. Ich möchte jetzt nochmal kurz zu den Sternsplitter-Ladies gehen oder zu dem Sternsplitter-Typen gehen. Da mal kurz gucken, ob wir uns was Neues leisten können, was cool ist oder relevant ist. Und dann geht's auch wieder in die Spielzeugkiste. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber vorher schauen wir erstmal kurz nach. Aktuell sind wir auch auf einem guten Weg auf jeden Fall. Wir sind stark, wir sind mächtig. Wir kommen ganz gut klar. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr BP und KP und Ordenpunkte, aber ich hätte gerne von allem genug auf jeden Fall. Man wünscht sich von allem immer mehr. So viel steht fest. So, ich hätte gerne ein paar Sternsplitter, ein paar Orden für meine Sternsplitter. So, zeig mal, wir haben 11 Stück. Gegner, die Mario berühren, erleiden Stromschaden. An sich cool. Zeigt die KP eines Gegners an, brauchen wir nicht. Regeneration im Kampf. Wie viel kosten das? Also wie viele Dings ist denn das? Ich tausche Herzteil für die Anzahl der nötigen OP beträgt 3. Ah, nee. Okay, das ist doof. Aber wir haben auch nur noch. Wir können uns nur die leisten aktuell. Herzfinder. Man findet mehr Herzen, man findet mehr BP. Senkt Angriffskraft um 1, regeneriert 1 KP pro Runde. Nee. Mario erhält doppelt so viel Geld wie sonst. Sparblüte. Jede Attacke, die dich BP kosten würde, wird um 1 günstiger. Und dann haben wir hier noch Kraft Plus. Erhöht Sprung- und Hammerangriffskraft. Wäre auch geil, irgendwie davon nochmal einen zu haben. Ich glaube, damit ist man dann auch echt mächtig. Aber kostet halt auch viele Punkte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr mir hier irgendwelche Tipps geben könnt, was ein geiler Orden ist. Aber ich hätte gesagt, wir sparen vielleicht erstmal auf den hier, oder? Weil dann können wir den noch irgendwann hinzufügen und dann haben wir quasi sehr viel mehr Angriffskraft als vorher. Würde ich jetzt erstmal so sagen. So als Laie. Ansonsten gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ein guter Orden ist, den ich mir unbedingt noch kaufen sollte. Dann werde ich das später nachholen. Aktuell bin ich aber so erstmal sowieso zufrieden und die Orden, die ich jetzt aktuell kaufen kann, türnen mich jetzt nicht ganz so krass an, als dass ich jetzt unbedingt meine Sternsplitter dafür ausgeben muss. Aber ganz ehrlich, dass ich mehr Angriff mache mit einem Hammer oder Fußtritt, der könnte später vielleicht noch ganz nützlich werden. Deswegen werde ich erstmal darauf sparen. Den haben wir jetzt ja sowieso auch schon einmal gefunden. Ist ein echt mächtiger Orden. Ne? Unsere Angriffskraft einfach mal plus 1 erhöht. Deswegen, ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir noch so einen hätten, dann geht es richtig Rambazamba ab hier bei uns. So, wir gehen jetzt erstmal wieder in die Spielzeugkiste. Wir haben jetzt den Zug gefunden. Das heißt, theoretisch kommen wir da jetzt auch weiter. Er hier, ne? Lohnt sich mit dem zu interagieren? Ist das ein fairer Tausch? Bekommt man da irgendwas? Kriegt man da einen Gewinn von irgendwas? Ich bin mir da nicht so ganz sicher, was da passiert, wenn man mit dem redet. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. So, aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und springen wieder in unsere Spielzeugkiste. Und dementsprechend, der Zug ist noch nicht wieder da. Aber den werden wir jetzt mal hier hinstellen. Los geht's. Hallo, Spielzeugbahn. Du wirst verstehen, dass wir nicht mit einer so winzigen Spielzeugeisenbahn durch die Gegend reisen können. Das wäre ganz und gar unmöglich. Leg sie wieder in die Spielzeugtruhe zurück, wenn du sie... Aus der du sie genommen hast. Achso, das muss er von außen machen, oder wie? Weil jetzt sind wir ja groß. Ich leg sie jetzt da rein. Ah. Zack. Bam. Okay, verstehe. Ja, irgendwie witzig, ne? So. Jetzt seid ihr wieder happy, ja? Naja. Der Zug fährt wieder. Wir können jetzt jederzeit losfahren. Nice.
Aha, damit kann ich auf jeden Fall die Strecke bestimmen, aber da sieht es aktuell ein bisschen kaputt aus, deswegen ich gehe mal da lang. So. Juhu, wir sind wieder im Geschäft. Dieser Zug fiel vom Himmel und landete genau auf unseren Schienen. Der Personenverkehr ist wieder in Betrieb. Bitte benutze die Schalter von jeder Haltestelle, um die Fahrtrichtung des Zuges zu bestimmen. Weißt du nun, in welche Richtung du fahren willst? Sag mir bitte nochmal Bescheid, wenn du dir sicher bist. Alles einsteigen. Ich bin mir sicher. Pinker Bahnhof. Ja. Keine Ahnung. Wir fahren los. Alles einsteigen. Ich gehe zumindest davon aus, nach links kann ich nicht fahren, oder? Nächste Haltestelle. Pinker Bahnhof. Pinker Bahnhof. Das ist auf jeden Fall auch wieder ein Speicherpunkt. Mir fehlen hier so ein bisschen die Heal Points. Ankunft Pinker Bahnhof, willkommen am pinken Bahnhof. Vorher waren wir beim blauen, oder? Genau. So, gespeichert ist. Da ist eine Kiste. Hallo erstmal. Eben sind ein paar Shy Guys mit einer Bratpfanne rechts lang gelaufen. Ah, ich wette, dass sie die Pfanne jemanden gestohlen haben. Und ganz sicher wollen sie damit kein Essen zubereiten. Shy Guys sind so unausstehlich. Danke für den Tipp. So, was haben wir denn hier in der Kiste? Ein Briefbeutel. Ah, vom Postamt, alles klar. Ja, müssen wir auch noch zurückbringen, stimmt. Hatte ich schon wieder vergessen. So, was bekommt man jetzt Schönes? Ah, Thunder. Da oben ist auch eine Kiste. Eieiei. Zack. Doof da. Bam, bam, bap, bap. Ach du Scheiße, ist das für einer? Mitglied wechseln. Gumbario. Mein Lieber. Zack. Fähigkeiten. Scanner. Mediguy. Zeig mal her, was kann der? Das ist ein Mediguy. Mediguys sind die Notfallhelfer unter den Shy Guys. 7 Angriffskraft 1. Sie haben die Fähigkeit, ihre verwundeten Freunde wieder zu heilen. Aber sie greifen auch an. Wir sollten sie so schnell wie möglich kampfunfähig machen. Es kann richtig nervig werden, wenn sie ständig den Schaden, den wir verursachen, wieder beheben. Ah, gut zu wissen. Mediguy. Cool. Weißt du was? Ich glaube, das ist jetzt der richtige Moment für einen Sternsturm. Hab ich gerade einfach mal Bock drauf. Richtig schöner Flächenangriff. Warum habe ich mich eigentlich nicht geheilt, als ich oben war? Bin ich doof? Ich bin schon ein bisschen doof, ne? Ich hätte ja einfach nochmal eine Runde schlafen können. Habe ich voll vergessen irgendwie. Ja, doof gelaufen, ne? So, zack. Njong. Oh. Okay, ich dachte eigentlich, ich komme auf die andere Seite. Shit. Okay, die kennen wir jetzt alle. Ja, aktuell habe ich wenig BP, muss ich dazu sagen. Wirbelschlag. Der getroffene Gegner wird hinter seinen... Was? In seine Hintermann geschubst. Muss ich auch unbedingt mal ausprobieren. So, jetzt machen wir aber erstmal den Powersprung auf ihn hier. So, dann kann der nämlich nicht mehr heilen. Und wir sind happy. Und er macht einfach einen normalen... So, ich mach mal die Ballons. Bam. Tisch. Ich habe irgendwie gehofft, dass er wenigstens gestunt ist. Okay, wir machen erst den einen fertig, dann den anderen. Zack. Wir haben nämlich aktuell wenig BP. War aber auch meine Schuld wieder. Das war wirklich meine Schuld. Was ist gerade passiert? Scheinbar habe ich geblockt, oder? Das war irgendwie merkwürdig. So, zum Glück machen wir aktuell ja gut Angriffskraft. Also gut Schaden, gut Angriffskraft. Was? Was laber ich?
So, da hinten war eine Schatzkiste, richtig? Ja, Leben und PP. Juhu. Und Geld. So, zack. Was haben wir denn da? Verteidigung plus Orden. Verringert jeglichen erlittenen Schaden. Was? Hä, was sind das für geile Orden? Der kostet doch bestimmt auch wieder was. Orden. Der kostet bestimmt wieder ordentlich Kohle. Bestimmt auch 6 oder so. Ja. Ah, verringert jeglichen erlittenen Schaden um 1. Ist aber auch ziemlich geil, muss man sagen. So. Zack. Jetzt komme ich hierher, okay. Hier sind wieder irgendwie Häuser. Okay, ich guck mal kurz, wo er langläuft. Ah. Hi. Er ist ganz alleine. Och, der Arme. Jetzt tut er mir ja leid. Tschüss. War mal da. Aber er hat mir gezeigt, dass da eine Wand ist. Kann ich die jetzt auch benutzen? Ich muss bestimmt... Ja. Genau. Hui. Ah, wieder nur eine Münze. So, was haben wir hier drin? Ah, ich hau mal da mit dem Hammer drauf. Eispower Orden. Erhöht Angriffskraft gegen Feuergegner um 2. Haben wir in nächster Zukunft Feuergegner? Eispower Orden. Eis. Wo ist er? Hab ich schon überblättert? Eispower Orden. 2 BP. Ja, wenn ich wüsste, wie meine Gegner in nächster Zeit aussehen. Donnerzorn. Blitzeinschlag gegen alle Gegner. Angriffskraft 5. Sehr schön. Den nehmen wir auf jeden Fall. Und die Bratpfanne. Sehr schön. Dann sind wir hier auch durch erstmal. Sehr, sehr cool. Ja, theoretisch könnte man den jetzt abgeben, die Bratpfanne. Und dann können wir bestimmt mit der Backmischung uns was Geiles backen, oder? Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Ah ja. Ah! Ich ignoriere euch einfach, Leute. Und... Ist hier noch was? Nö. Jo, das lief ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Ich speichere mal. Zack. Ich brauche echt mal so ein Heilungsteil. Das wäre toll. So, jetzt gehen wir nach links. Ah. Ich habe einen Feuergegner gefunden, Leute. Okay. Da wechsle ich mal den Orden. Scheinbar kommen jetzt Feuergegner. Frage ist nur... Ich glaube, ich würde... den Erstangriff rausnehmen. Und da müssen wir kurz gucken. Spion ist halt auch cool, ne? Falltüren in der Nähe. Oh, Mann. Kampfrausch, KP+. Vermeider. Erdbeben. Mach ich den Wirbelschlag raus. Ja, ich mach den Wirbelschlag erstmal raus und dann nehmen wir den Eisangriff rein. Eispower. Immer diese eine Münze. Wer ist er denn? Oh Gott. Okay. Und ein Medi-Guy ist auch noch mit dabei. Jo, einmal scannen bitte. Spy-Guy. Das ist ein Spy-Guy. Spy-Guys sehen in ihren Tarnanzügen aus, als wären sie in geheimer Mission unterwegs. 7, Angriffskraft 2. Jedes Mal, wenn sie angegriffen werden, wechseln sie ihre Waffen. Versuche, ihren Hammer-Attacken auszuweichen. Nach jedem Treffer büßt du eines deiner neuen Kommandos ein. Okay. Was? Hört sich gerade nicht so gut an. Aber wir killen erstmal den. Na toll. Okay, nice geblockt auf jeden Fall. Warum haben wir gerade so wenig Schaden gemacht?
Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall. Nochmal einen Powersprung auf den drauf. Jetzt haben wir 7 Schaden gemacht. Warum habe ich eben nur 5 gemacht? Weil mein Action-Kommando wahrscheinlich nicht gestimmt hat, ne? So. Das hat gepasst. Und wir kriegen BP und Herzchen, das gefällt mir. Okay, weiter geht's. Alle nennen mich Kamegai. Ich weiß nicht wieso, ich bin nur ein gewöhnlicher Scheigai mit einem Vorliebe für gutes Essen. Ich bin hungrig. Ob der vielleicht Kuchen haben möchte? Das könnte ich mir vorstellen, dass wir dafür vielleicht die Backmischung brauchen. Oder? Das könnte sein. Backmischung für den? Oder können wir dem irgendwas geben? Kuchen, Schneehäubchen, Keksstückchen. Okay, nee. Backmischung. Ja, eindeutig Backmischung. Okay, dann müssen wir zurück. Eieieiei. Okay, ist aber nicht schlimm, weil dann können wir uns gleich mal heilen. Wir sind sowieso gerade in einem relativ schlechten Zustand, was das angeht. Er brennt da hinten. Er brennt für seine Leidenschaft. So muss das sein, Leute. So muss man brennen. So, und dann können wir scheinbar den Hebel da umlegen, wenn wir da rauskommen. Mann, jetzt haben wir aber einen ganz schönen Rückweg für uns, oder? Ja, los geht's. Hallo. Blauer Bahnhof. Let's go. Ja, dann geben wir jetzt die Bratpfanne ab und machen Backmischung und so. Kuchen. Ne? Ja, ja, ja. Dankeschön. So. Bratpfanne, Backmischung, einmal heilen gehen. Und dann geht's wieder rein. Ja, ist ein ganz schönes Hin und Her auf jeden Fall. Aber dann machen wir auf jeden Fall den nächsten Part beim Gourmet-Guy weiter, nehme ich mal an. So. Ich möchte gerne mitnehmen. Und zwar die Backwaren. Das war's, danke. Wir haben auch genug Geld, um den letzten Orden noch zu kaufen. Theoretisch. Würde ich, glaube ich, auch machen. So, die Briefe können wir auch noch abgeben. Hallo, guck mal. Oh, hallo, Schatzi. Danke, dass du mich besuchen kommst, aber ich fürchte, ich kann nichts für dich kochen. Aber ich habe eine Bratpfanne für dich. Guck mal. Oh, Mario, meine gute alte Bratpfanne. Du hast sie von den Scheigers zurückgeholt. Vielen, vielen Dank, Mario. Dafür werde ich dir etwas ganz Besonderes zubereiten. For free? Tralalala. Zeig her. Hier ist der Kuchen. Kuchen. Leckerer Kuchen von Omelette. Stell 15 BP wieder her. Ein bisschen davon hat das Herz meines seligen Mannes gewonnen. Ich hatte geschworen, ihn nie wieder zuzubereiten, aber du bist eine Ausnahme, Mario. Jeder, der davon kostet, wird dieser Köstlichkeit sofort verfallen. Aber können wir jetzt auch die Backmischung geben und dann machst du uns noch mehr Backmischung? Jo. Ich werde dir etwas Fabelhaftes zubereiten. Ich bin gespannt. Gibt es jetzt jedes Mal Kuchen? Tralala. Hier, bitteschön. Jo, gibt jedes Mal Kuchen. Sehr geil. Dann gleich nochmal. Dann haben wir nämlich dreimal Kuchen. Und einmal ist dann wahrscheinlich für den Gourmet-Guy. So. 15 BP, ey. Das gefällt mir.
So, ich gebe noch schnell die Briefe ab, also den Beutel für die Briefe, den Postbeutel quasi. Denn dann müssten wir alle Gegenstände zurückgegeben haben. So, ja. Briefbeutel. Zack. Oh, das ist der. Da ist er. Der Beutel. Danke, Mario. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute sich auf ihre Post freuen. Lass mich dir ein kleines Geschenk für als Dankeschön. Ja, ein Sternsplitter. Sehr schön. Kann ich da was lesen? Von Bu. Buhus. Zack her. Hier bitte. Liebe Lady Bu, danke, dass ihr uns vor dem schrecklichen Tupa Plupa gerettet habt. Wir hätten nie gedacht, eines Buhu eures Schlages zu treffen. Allein euer Anblick hätte gereicht, um uns in den Kampf zu führen. Aber ihr seid vorangegangen und habt Tupa Plupa besiegt. Wir dachten, unsere Freunde wären für immer verloren, aber jetzt sind alle zurückgekehrt. Vielen Dank. Wenn eure Reise zu Ende ist, geben wir euch zu Ehren eine Riesenparty. Bitte kommt. Und, oh, und bitte sagt Hi zu den anderen in der Villa. Die Buhus aus der windigen Schlucht. Wir hatten noch einen von Gumbario. Gumba. Hier bitte. Lieber Gumbario, wie ergeht es dir auf deinen Abenteuer mit Mario? Macht es Spaß? Genieße die Zeit in der großen, weiten Welt. Sammle Weisheiten auf deinen Reisen. Ich wünsche mir, dass sich dein Abenteuer als fruchtbar erweisen wird. Als furchtbar. Wenn du Zeit hast, besuch uns doch mal hin und wieder. Guma vermisst dich ganz schrecklich. Ich freue mich, dich als Erwachsenen wiederzusehen, Gumpa. So, nein, das war's. Dankeschön. Ja, Leute, und würde sagen, das war's auch mit unserer Folge für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Beim nächsten Mal wieder einschalten zu Paper Mario. Ich werde jetzt noch offscreen zum Gourmet-Guy wieder zurücklatschen, damit ihr das nicht unbedingt mit anblicken müsst, diese langweilige Szene. Und dann geht's da im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.